Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Graveyard Keeper. So, wir haben ja im letzten Part keine Zwiebelchen gehabt, um die weiter zu verkaufen, also um zwei Packen zu verkaufen. Ich möchte jetzt gerade zwei Packen machen. Ich könnte natürlich schon einen vorbereiten und das tun wir, glaube ich, auch mal. Ja, währenddessen sind wir auch noch dabei beschäftigt, den Marmorsteinbruch ein bisschen zu pimpen. Und, na, zwei kann ich jetzt gerade nicht machen, da fehlen mir gerade die Ressourcen. Aber ich kann sie schon einstellen. Ja, kann ich da einen Zombie hinstellen? Gute Frage. Schöne Animation, by the way. Was kann ich noch machen? Kiste mit Zeug. Interessant. Kann ich das tatsächlich machen? Interessant. Okay. Aber was ich jetzt erstmal tun werde, ist den Marmorsteinbruch ein bisschen aufpimpen. So. Dann hier Steinherabbruch. Ah, ihr habt die Axt vergessen, ich Eumel. Moment, ich brauche noch ein paar von denen. Tut mir gerade im Recht, dass es mir entgegenkommt. Der Struppen. Ich könnte auch einen von den anderen, also ich mache gleich zwei von den Äxten. Ich glaube, das ist eine normale Eisenaxt, was wir brauchen. Mache ich gleich zwei von den Äxten, dann könnte ich nämlich einen von dem ist auch wieder so ein Busch, den könnte ich. Oder nächstes ein Baum? Ne, das ist so ein Struppen. Genau, gut. Habe ich hier auch ein bisschen was von gesammelt. Ich könnte dann auch gleich einen von den Erzmicheln abziehen. Eigentlich wäre es was gescheit, mich umbringen zu lassen. Komm schon, killt mich! Seid ihr zu blöd? Ne, ihr kriegt das wahrscheinlich nicht mehr hin. Ich glaube, mein Rüstungswert ist zu gut. Interessant. Das ist neu. Gut, ist das Tagewechsel? Ich müsste dann auch mal einstellen, ein paar von den Erzklumpen wieder umzuarbeiten. Weil sonst kann der doch... Mein Herz nicht los. Okay, und dann das muss ich mich gleich drum... Was, das kümmere ich gleich, dass ich mich einstelle. Das einstelle, dann habe ich vielleicht noch Glück, dass er jetzt gerade fertig wird. Hier. Hat das funktioniert? Ich weiß es nicht. Eine Sekunde kurz. Hab volle Kanne vergessen, mein Handy auszuschalten. Nein. So. Jetzt darf das wieder alles in Ordnung sein. Jetzt haben wir wieder Ruhe. Ja. Okay, ich brauche, genau, Äxte. Pickaxe. So. Brauche normales Eisen. Ich habe kein normales Eisen. Ernsthaft? Was ist das? Dann zerlege ich mal schnell das Eisen, was er mir gebracht hat. Interessant, wie das so rechts weg verschwindet. Obwohl das noch nicht ganz fertig ist. Ah, das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum er noch nicht freigekriegt hat, ne? Na gut, das soll mir dann auch wurscht sein. Dieser Levain hat mich vertippt. Ich wollte eigentlich in den Karotten was naschen, aber gut. Ah doch, den einen hat er mir wahrscheinlich dann gebracht, ne? Gut, egal. Auf jeden Fall, wir haben jetzt wieder einiges an Erz. 105. Was ist das Maximum, was wir machen können? So. 105. Das heißt, also die Hälfte davon sind 50. 250. 50. Ja gut, dann machen wir hier 51 und den Rest du. Also 17 und 16. 18. So, hier. Dann dürfte sich das mit dem Eisen auch bald aufgelöst haben. Gut, dann... kurz gucken. Ich habe ja noch kein Eisen. Ich kann denen auch keine Spitzhacken geben, weil das fressen sie nicht. Was der Zombie nicht kennt, frisst er nicht. Sind die Karotten schon soweit fertig? Ne, die brauchen noch... die Zwiebeln. Die Zwiebeln brauchen ganz schön lange her. Oder? Ist das schon wieder eine neue Fuhre? Ich glaube, das braucht eine... Es braucht so ewig in 3 Tagen. Gut. Ist auch West. Morgen ist Sermon. Ich könnte mich hinlegen. Dann könnte ich das nämlich schon mal... Ja, ich glaube, ich lege mich hin, heil mich ein bisschen, gut ist. Das ist, glaube ich, eine relativ sinnvolle Sache. Dann dürfte das Marmor automatisiert sein. Wenn das Marmor automatisiert ist, könnte ich dann auch schon die Statuen machen.
Wenn ich die Statuen dann gemacht habe, brauche ich dazu einen guten Meißel? Ah, die Meißel könnte ich eigentlich auch relativ easy going machen. Ich glaube, ich habe die Ressourcen schon da. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Naja. Regal. Bringt er mir noch das Erz, was er so hat, noch übrig hat mit? Muss ich jetzt auch noch gleich weiter arbeiten, weil sonst ist das die Kiste wieder voll, das Lager. Hm. Ja, mache ich den anderen auch gleich schnell mit. Mhm. Lagere ich mal schnell das verarbeitete Eisenerz ein. Das ist auch eine Frage, warum man das auch nicht automatisieren lässt. Fraglich. Fraglich. Gut, Spitzhacken. Gleich beide. Gut, jetzt dürfte ich genug haben. Dann porte ich mich mal zum Steinbruch. Und eigentlich muss ich gar nicht dahin. So, dann machen wir mal den Marmorsteinbruch links. Muss ich den aufbauen? Weiß ich gar nicht. Pflanze ich da schon mal den ersten hin? Hier, hau mir die Steine ab, du Sau. Kohle brauche ich nicht. Also Eisen brauche ich gerade nicht. Ich brauche Kohle. Das könnte ich hier eigentlich auch gleich verarbeiten. Dann ist nämlich das auch gleich leer. Lager. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das direkt, also weil ich mache das jetzt hier weg, weil wenn der Kerl nämlich wiederkommt und das Zeug abholen will, dann nimmt er gleich den Marmor mit und dann hat es auch gleich seine Bewandtnis und dann nimmt er nicht erstmal einen halben Ewigkeit dann das ganze Erz mit. Außerdem muss ich hier auch noch ein bisschen was tun. Jetzt gucken wir mal. Kohle ist jetzt auch so ein Ding. Sehr schön. Kohle hat seine Bewandtnis. Das ist hier auch ganz gut. Kann ich hier noch irgendetwas automatisieren? Oder verbessern oder allgemein hier voranbringen? Ich könnte noch eine Transportstation bauen. Ist das sinnvoll? Oh, er ist zurück. Schön. 12% Effizienz. Weiß ich gar nicht. Effizient bist du? Lass mich gucken. Also die Anzeige ist nicht so geil. 18%? 10%. Ich glaube, wenn ich den 10%ler zum Laufen schicke, ist das, glaube ich, sinnvoller. So, hier. Nehmen wir dich mal raus. Zombie nehmen. Zombie rein. Ich glaube, das war nicht so geplant. Lagern. So. Dann haust du auf den Marmor ein. Weil die brauchen länger, als was er schleppen kann. Und was schleppt der da? Ich glaube Kohle. Egal. Dann verbringe ich hier mal kurz die Nacht. Und dann dürfte das nämlich auch gleich gefaselt sein, weil dann dürften nämlich schon, glaube ich, die ersten Schübe Marmor da sein. Wenn die ersten Schübe Marmor da sind, könnte ich das da schon mal ausprobieren mit dem ganzen, ja, Meißel und Gedöns. Und außerdem ist dann mein Portstein dann fertig. Ja, fast. Bin ich ernsthaft überlegen, das hier noch kurz zu warten. Kann ich derweil was Sinnvolles tun? Herstellen nach Exzellenz. Ingenieurswesen. Immer erforderlich, für eine Zombie benötigt. Erforderlich, wenn Werte. Wenn Worte über den Segen der Arbeit. Wasserpumpe? Perk Engineer, du weißt, wie mehr komplexe Mechanismen funktionieren. Deine Detailliertheit ist höher und die Qualität sogar noch ein. Juwelier wäre auch nicht ganz scheiße. So, ich probiere das mal. Das ist ein Perk. Schnitzerei und Schmuck. Sieht besser aus. Das nehme ich mal. Ich glaube, Juwelier nehmen wir auch mal gleich mit. Kann ich dann noch etwas... das nehmen. Marmor. Erz.
Goldarbeiter. Hier gibt es nicht mehr viel außer die Balsamierflüssigkeiten. Ich glaube, das hält die Zeit an, kann das sein? Wenn ich hier im Inventar bin. Bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall egal. Es gibt ein paar Dinge, die ich machen muss. Zum Beispiel den Alkohol brauche ich demnächst. Das Handwerk habe ich auch schon ziemlich voll. Ich glaube, ich hole mir mal den Alkoholgeschichten. Hier. So, dann mal kurz gucken. Er dürfte jetzt gleich fertig sein mit dem Marmor. Kann ich hier noch irgendetwas Sinnvolles tun? Hier ist ein Marmor fertig, gut. Marmorblock. Ich kann ganze Marmorblöcke auf meinen Schultern heben, ne? Das ist wahre Männerskraft. So, hier. Mal wieder zurück. Dann gucken wir uns das mal an mit der Marmorstatue. So. Wo war das nochmal? Hier unten irgendwo, genau. Der Meißel diviniert das. Sehr gut. Jetzt weiß ich auch, warum der nötig ist. Gut. Dann können wir gleich mal einen guten Meißel machen. Einen Silbermeißel. Stahlmeißel. Machen wir erstmal einen Silbermeißel. Aber warum kann ich keinen Goldmeißel machen und nur so einen komischen Stahlmeißel? Okay. Machen wir mal eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, daraus einen Goldmeißel zu bekommen. Guck mal. Schön, passt. Hat funktioniert. Dann gucken wir mal wegen der Statue. Da machen wir mal 3 davon raus. Ich habe jetzt keinen Platz im Inventar. Immer dieses elendige Inventarmanagement. Ne? Okay, Hier, tu mal einfach meine Kruschkiste. Ich habe jetzt keine Lust und Zeit, mich damit zu beschäftigen. So, dann machen wir mal Marmorstatuen. Okay. Also ich brauche polierten Marmor. Interessant. Kann man da nicht gleich ein bisschen mehrer machen? Das ist ein bisschen öde. Wenn ich die ganze Zeit hin und her switchen muss. Naja, gut, geht halt gerade nicht anders. Gut, schauen wir mal. Vielleicht kriege ich das sogar hin, heute noch sogar den Kirche aufzumotzen und die Statuen zu bauen. Wie viele brauche ich denn eigentlich? Ich habe eine Goldstatue, NPC-Quest, 3 Marmorstatuen. Wie viele Statuen kann ich machen? Ich kann alle 3 machen, sehr gut. Muss ich mich jetzt aber noch schnell beeilen? Gut, habe ich die 3 Marmorstatuen. Sehr schön. Dann ab in die Kirche. Ich habe kein großes Problem, wenn ich heute die Sermon versau. Also verpasse. Ich muss die Quests abgeben. So. Hier. Könnte der Friedhof nicht besser sein? Dein Friedhof ist tatsächlich in gutem Zustand. Man sieht, wie viel Liebe du da hineingesteckt hast. Hättest du irgendwelche Probleme mit dem Inquisitor-Geist? Geister? Hexen? Ich hatte ein paar Probleme. Ach, weißt du, das war eine blöde Frage. Du steckst nicht im Kerker, also ist alles in Ordnung. Vielleicht brauchen wir kein weiteres Totenschiff. Diese ganze Rede von Geistern ist ohnehin Altweibergewäsch. Dann könnte das Geld der Kirche zugutekommen. Dann könnte das Geld der Kirche zugutekommen, nicht den blöden Hafen. Was könnte man da nur tun? Hier sind deine Statuen. Eure Heiligkeit, ich habe die Statuen fertiggestellt. Ich danke dir für den Friedhof, ist das Beste. Es ist,
Ist es die beste? Was? Hm. Oh, sie sehen alle umwerfend aus. Ich habe wirklich umwerfend männliche Wangenknochen. Natürlich. Stellen wir sie da sofort hin. So direkt beim Haupteingang, wo jeder Arsch sie sehen kann. Sie sieht großartig aus. Da steht sie extrem im Weg. Jetzt können wir die Kirche zu einer Kathedrale umbauen. Verbessern wir die Kirche zu einer Kathedrale. Gut, gut, sie ist groß, dass man die Mauern der Stadt sehen kann. Ja, Moment, lass mich mal kurz. Und die Wasserknappheit der Stadt ist auch nicht besser. Was? Was? Irgendwas läuft hier gerade schief. Oh, perfekt. Ich liebe meinen Beruf. What the fuck is going on here? Jetzt musst du nur noch ein Aristokrat sein, damit du bei der großen Zeremonie neben mir stehen darfst. What? Sag bloß, ich muss jetzt hier... Darf jetzt hier nicht mehr meine Engel. Ich dachte ich darüber, als hätten wir schon gesprochen, aber... Außer ihnen weiß noch's noch niemand. Nein, mal sehen, was... Ist es wichtig? Mal sehen, dieses Mal ist es wichtig. Wir brauchen jemanden, der den Kirchenfriedhof nahe steht bei der Zeremonie. What the fuck is going on here? Also sind wir hier uns einig, oder? Du brauchst ein Aristokratenzertifikat. Und wie ich bereits sagte, wir brauchen eine wichtige Person bei der Zeremonie. Die könnte sonst niemand finden. Ich könnte sonst niemanden finden. What the f*** is going on here? Ich bin gerade komplett verwirrt. Vielleicht kannst du deinen Freund, den Inquisitor, fragen. Es ist nicht mein Freund. Der ist nicht mein Freund. Komm schon, sei nicht so schüchtern. Er mag dich. Also gut, ich rede mit ihm. Haha, haha, großartig. Also geh und hol dir das Aristokratenzertifikat, deine Zusage vor der wichtigen, eine Zusage von einer wichtigen Person. Mhm. Also was die Kirche angeht. Und bereite schon mal alles für meine Rede vor. Hier ist gerade alles komplett durcheinander. Uah, Hilfe! Ich glaube, das System handelt das nicht gut. Oh Mann. Aristokratenzertifikat. Ich habe die Zusage. Handeln. Okay. Hier ist gerade komplett was schiefgegangen. Ich vermute mal stark, dass ich jetzt meine Reden nicht halten darf, weil ich halt jetzt keine Ahnung, weil das hier eine Wortfindungsstörung. Weil das jetzt hier eine Kathedrale ist, genau. Okay, also doch, ich darf noch. Ach, oh, schön. Ach, oh, geil. Geh mal gucken, was gibt's hier sonst noch? Ich hab hier kann hier Platz für einen weiteren Beichtstuhl. Das ist gut. Mhm. Aber immer dann ist das auch schon mal aufgemotzt hier in diesem Part. Schön, dann haben wir das Ganze der Reihe nach abgehakt. Bascht. NPC-Quests. Hol dir die Aristokratenlizenz aus dem Briefkasten der königlichen Dienste. Hol dir eine Unterzeichnung, Einladung von der Inquisition. Bekomme eine Liebesgeschichte von höchster Qualität. Okay, okay. Hilf Schlange beim Ritual. Okay, erstmal, was muss ich wirklich hinkriegen? Ich das Abendessen und die verkaufe 7 Kisten. Jetzt gibt's gerade ein bisschen Grindarbeit, so wie es aussieht. Das wird grindig, sage ich euch. Okay, also, was wir brauchen. Wir brauchen Leichen, die speziell nur dafür da sind, um meine ganzen Arbeiten zu automatisieren. Das heißt, ich brauche wieder Karotten. Karotten. Hier. Dann kriegt das mal unser Comrade Donkey. Mhm. Wir brauchen wieder Leichen, die gepimpt werden müssen. Mhm. So. Dann dürfte der Comrade kommen und dürfte dann halt eben entsprechend dann Arbeitskräfte liefern. Diese Arbeitskräfte müssen dann entsprechend viel Zeug tun.
So muss ich nur gucken, was ich jetzt intelligenterweise tue. Zombie farmen und den ganzen Kram. Das ist alles wichtiges Zeug. Ich müsste auch mein Saatgut pimpen. Das ist auch nicht ganz unrelevant. Mal gucken. Spitzendünger. Mhm. Experimentieren wir mal damit. Ah, verdammt, jetzt hat er das dahinter genommen. Jetzt hat er schon wieder das dahinter genommen, oder? Was zur Hölle? Nee. Jetzt hat. So. Hier machen wir mal 5 Stück. Ah, komm schon. Hier. Dann ist das alles. Diese 6 Stück könnte ich das hier vielleicht noch. Ja. Okay, passt. Die schon mal Gold gedüngt. Kann ich die Geschwindigkeit vielleicht noch geben? Machen wir das vielleicht auch noch. Mhm. So. Ist auch irgendwie fraglich, warum er das zulässt. Dass die ganzen Sachen hier doppelt gedüngt werden dürfen. Bringt ja an sich nicht besonders viel. Zumindest nicht meines Wissens nach. Gut, was würde ich hier pflanzen wollen, um mein Saatgut zu pimpen? Kürbis würde ich jetzt erstmal lassen. Goldzwiebeln probieren wir mal. Mhm. Komm schon, so. Versuchen wir mal Goldzwiebeln zu machen. Was kann ich hier sonst noch pimpen? Von meinem Saatgut eigentlich gar nichts. Gut, dann wird das erstmal so auf Vorrat hier gemacht. Hab ich schon irgendwelche Zwiebeln oder was in der Richtung? Nee, das scheint nicht fertig zu sein. Oder dürfte bald fertig sein. Gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Part. Für die Gott!